Herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem Xao-Guide vom Turnier der Erhabenen. Ja, Xao, Kalb von Neo Xao, wen wundert es? Der in meinen Augen kniffligste Boss, der uns hier in der zweiten Phase vom Turnier erwartet. Werfen wir mal einen Blick auf unser Team. Ich habe eine Federwolkenmotte mit dem schneidenden Wind, ganz klar, Kokonschlag und Blitzschlag herbeirufen. Ansonsten ein Aufziehgnom mit Metallfaust, Blitzangriff und Geschützturm und als Backup noch den Dunkelmondpanzer mit der Ionenkanone. Anfangen tun wir natürlich mit der Federwolkenmotte, beschwören unseren Blitzschlag herbei. Der Boss wirkt dann die Fähigkeit Ansturm bzw. wütender Ansturm. Dabei lädt er es aber erst eine Runde auf, das heißt, wir wirken jetzt unseren Kokon und dodgen den kompletten Damage, wechseln danach sofort auf unseren Aufziehgnom und stellen den Geschützturm. Der hat dann 3 Runden Cooldown oder 4 Runden, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es waren 3 Runden Cooldown. Wirken dann einfach einmal ganz normal den Angriff, hat 2 Runden Abklingzeit im Übrigen und ihr seht schon, durch das Wetter, durch die Wetteränderung, durch den Gewittersturm erleidet das gute Xao oder der gute Xao hier einiges an Schaden. Ziel ist es natürlich, 2 Geschütztürme zu stellen. Ich wechsle jetzt hier nochmal auf die Federwolkenmotte, weil unser Gewittersturm in einer Runde wieder ausläuft. Der Boss hingegen heilt sich jetzt gleich um 50% seiner Lebenspunkte. Wir wirken ganz normal wieder den Gewittersturm, dodgen danach erneut den Angriff, den der Boss macht, denn ja, dieser wütende Ansturm da. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in den Kokon. Und genau, jetzt sollten wir in den Kokon, danach charge er uns. Erneut wechseln wir dann wieder auf unseren Aufziehgnom, stellen dann den zweiten Turm, wobei der erste Turm ist mittlerweile dann auch gleich verschwunden. Und dann habe ich eigentlich, ich sag's mal so, die Schnauze voll. Und dann wechsle ich auf den Dunkelmondpanzer und besiege den Xao mit der Ionenkanone. Aber zuvor stellen wir nochmal einen Turm. Unser Aufziehgnom stirbt jetzt hier. Und ja, ich wechsle einfach auf den Aufziehgnom, sondern auf unseren Dunkelmondpanzer. Ist ja alles effektiv. Xao ist ein Wildtier und wir haben mechanische Pets hier. Ionenkanone verursacht gut 700 Schaden. 672. Ansonsten könnte man jetzt noch eine Rakete abfeuern oder wie ich es mache, einfach den Stun oder den möglichen Stun. 241 Schaden heißt es jetzt, wobei, ja, 100 Schaden heißt es jetzt hier noch durchzuführen, aber der Boss ist vorher gestorben an dem Geschützturm. Alles in allem nicht so schwierig, der Boss, ist aber auch nicht der einfachste. Aber ich denke, mit der Taktik solltet ihr den Boss ohne Probleme besiegen.